Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Christine, in der Fußball Champions League, da sind die nächsten Partien ausgelost worden. Ist ein richtiger Krach aber rausgekommen. Für die Bayern, Manchester City, guten Abend. Und das haben wir heute außerdem in der Sendung. Diät für den XXL-Bundestag. Die Ampelkoalition hat das Wahlrecht reformiert, das Parlament schrumpft. CSU und Linke sind empört. Haftbefehl gegen Putin. Der Internationale Strafgerichtshof will Russlands Präsidenten wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung ziehen. Und Wirbelsturm der Extreme. Mehr als einen Monat zog Zyklon Freddy über die Südhalbkugel. Im Osten Afrikas hinterlässt er Verwüstung und Leid. Der Bundestag soll verkleinert werden. Wie? Darüber wurde jahrelang heftig gestritten. Heute nun beschloss der Bundestag mit Ampelmehrheit eine Wahlrechtsreform. Das Parlament soll künftig von aktuell über 730 dauerhaft auf 630 Abgeordnete schrumpfen. Das mit dem dauerhaft darf aber mit großem Fragezeichen versehen werden, denn Linke und Union sehen sich stark benachteiligt und wollen klagen. Tobias Hefner erklärt, wie das neue Wahlrecht funktionieren soll. 598 Abgeordnete, die alle Deutschen in Berlin repräsentieren. So ist es eigentlich gedacht. Doch über die Jahre wurde es im Plenarsaal enger. Derzeit sitzen dort 736 Volksvertreter, Rekord wegen der sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Die gab es bislang, wenn Parteien mehr Direktmandate holten, als ihnen nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden. Um das für die anderen Parteien auszugleichen, bekamen auch die zusätzliche Sitze. Deckel drauf bei 630 Abgeordneten, Schluss mit Überhang- und Ausgleichsmandaten, sagt nun die Ampel. Das Mittel der Wahl, die Erststimme für die Direktsitze, wird geschwächt, dafür die Zweitstimme für die Parteien aufgewertet. Sie bekommt mehr Gewicht. Konkret bekommen nun nicht mehr alle Wahlkreisgewinner automatisch ein Mandat, sondern nur diejenigen, deren Sitz vom prozentualen Ergebnis ihrer Partei gedeckt ist. Die anderen gehen leer aus. Dagegen läuft vor allem die CSU Sturm, denn einzelne Wahlkreise, etwa in München, könnten so künftig nicht mehr im Bundestag vertreten sein. Ja, und nicht nur die Union, auch die Linkspartei schäumt. Und das liegt an einer Sonderregel zur 5%-Hürde, die gekippt werden soll. Die Wut der Oppositionsparteien über das Durchdrücken der Wahlrechtsreform durch die Ampel wurde im Bundestag besonders deutlich. So laut war es dort schon lange nicht mehr wie heute. Andreas Huppert nimmt uns noch mal mit und bringt uns die Positionen näher. Volker Ulrich, CSU-Abgeordneter aus Augsburg, ist sauer. Grund: die anstehende Wahlrechtsreform. Er fürchtet, künftig auch als Wahlkreisgewinner leer auszugehen. Dass direkt gewählte Bewerber, die in ihren Wahlkreisen siegreich sind, unter Umständen kein Mandat im Deutschen Bundestag erhalten, das kann niemandem vermittelt werden. CDU und vor allem die CSU haben bislang die meisten Direktmandate. Damit war man nach dem alten Wahlrecht sicher im Bundestag. Das soll sich nun zum Ärger der CSU ändern. Dieser Versuch der Wahlrechtsmanipulation, der verkleinert das Parlament, aber er dient einem anderen Ziel, nämlich den Machtanspruch der Ampel zu zementieren. Sie müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt und in diesem Land auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land. Hitzig ist die Debatte, heftig der Schlagabtausch. Auch die Linke ist auf den Barrikaden. Es geht um die Grundmandatsklausel. Ohne die wäre die Linke nicht im Bundestag. Denn das Bundeswahlgesetz legt fest, eine Partei, die mindestens 3 Direktmandate erreicht, erhält Fraktionsstatus, kommt in den Bundestag, auch dann, wenn sie die 5%-Hürde reißt. Im neuen Wahlrecht wird die Grundmandatsklausel gestrichen. Ich will hier feststellen, dass Sie mit Änderungsantrag, also hierhin gerotzt, mal eben kurz 2 Oppositionsparteien aus dem Bundestag politisch eliminieren wollen. Am Ende der Debatte noch ein Angebot des CDU-Fraktionschefs. Dass wir noch mal um 2 Wochen verschieben, um darüber nachzudenken, wie wir dieses Problem so gemeinsam lösen können, dass wir dem Ziel der gemeinsamen Änderung des Wahlgesetzes der Bundesrepublik Deutschland noch einmal näher kommen. Das wird nicht besser, wenn wir es noch mal 14 Tage überantworten einer Diskussion, weil die wird am Ende kein Ergebnis bekommen.
Mit ihrer Mehrheit beschließt die Ampelkoalition das neue Wahlrecht. Volker Ulrich und seine CSU werden gemeinsam mit der Linken vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen klagen. Ging also hoch her im Bundestag. Fragen wir noch mal nach in Berlin bei Shakuntala Banerjee. Hat sich die Ampel einen Gefallen damit getan, diese so wichtige Reform quasi im Alleingang durchzudrücken? Also man kann schon verstehen, dass die Ampel nach über 10 Jahren ergebnisloser Verhandlungen heute mal eine Entscheidung herbeiführen wollte. Und man muss ihr auch zugutehalten, dass sie der Opposition angeboten hat, auch nach der heutigen Abstimmung weitere Änderungen am Wahlrecht zu diskutieren, die dann mögliche Schwächen des heutigen Beschlusses wieder ausgleichen könnten. Aber dem eigentlichen Ziel, nämlich mehr Vertrauen wieder zu schaffen in das Parlament und in die Demokratie, ist man heute hier nicht näher gekommen. Da muss man wohl sagen, im Gegenteil, denn es drohen jetzt nicht nur Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, sondern es könnte auch noch weitergehen. Friedrich Merz hat ja heute schon für die Union angekündigt, dass, wenn er beim Bundesverfassungsgericht nicht erfolgreich sein sollte mit einer Klage, es bei der nächsten Gelegenheit, wo die Union mitregiert, dann auch wieder Änderungen geben könnte. Und damit entsteht natürlich erst recht der Eindruck, dass die Regierenden sich dann das Wahlrecht so zurechtschustern, wie sie es gerade haben wollen. Das ist das Gegenteil vom Wiederherstellen von Vertrauen. Man muss es nicht so drastisch formulieren, wie die Opposition es heute getan hat, denn CSU und Linken, die haben von Manipulation und vom Anschlag aufs Wahlrecht gesprochen. Aber der Verfassungsrechtler Ulrich Battis, der hat heute gesagt, Frieden hat dieser Beschluss nicht geschafft heute und das ist wohl richtig. Dann danke nach Berlin, Shakuntala Banerjee. Weiter mit dem Hinhörer des Tages. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Er wirft ihm vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein. Der Strafgerichtshof ist kein Teil der UNO, wird aber von Deutschland und 122 weiteren Ländern anerkannt. Holen wir Florian Neuhahn in die Sendung. Florian, welche Bedeutung hat dieser Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs? Das ist erstmal nur ein Symbol, aber ich würde sagen, ein ziemlich starkes. Der Westen macht damit deutlich, dass man die Kriegsverbrechen Russlands in diesem Krieg strafrechtlich verfolgen will. In der konkreten Entscheidung von heute geht es um die Deportation von Kindern aus der Ukraine. Und das Gericht sagt heute, es gebe hinreichende Gründe dafür anzunehmen, dass Putin dafür persönlich verantwortlich sein soll. Persönlich aber wird Putin wohl demnächst kaum vor dem Gericht in Den Haag erscheinen. Russland erkennt diesen Strafgerichtshof in Den Haag eben nicht an, übrigens genau wie China und auch die USA. Aber es könnte künftige Auslandsreisen des russischen Präsidenten deutlich erschweren, nämlich in Länder, die Vertragsparteien des Strafgerichtshofs sind, etwa in die Europäische Union oder auch nach Südafrika, das 2024 den G20-Gipfel ausrichten wird. In diesen Ländern könnte Putin dann tatsächlich verhaftet werden. Danke für die Einordnung, Florian Neuhahn. Ja, der Haftbefehl gegen Putin, auch Thema bei Heute Live um 19.30 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserer ZDF-Heute-App. Jetzt nach Polen. Da hat das Land auch hat auch die Slowakei angekündigt, Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Und dabei handelt es sich um eine Flotte von 13 ausrangierten MiG-29-Maschinen. 3 von ihnen sollen als Ersatzteillager dienen. Als Ausgleich bekommt die Slowakei von der EU 200 Millionen Euro sowie Waffen von den USA, auch im Wert von mehreren hundert Millionen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wollen Schweden und Finnland der NATO beitreten. Ein Problem? NATO-Mitglied Türkei spielt nicht mit. Der Vorwurf, die skandinavischen Länder würden zu nachgiebig mit kurdischen Organisationen umgehen, die in der Türkei als Terrorvereinigung gelten. Für Finnland zumindest könnte der Weg jetzt aber frei sein. Erdogan gibt grünes Licht und empfängt Finnlands Präsidenten. Florian Neuhahn. Es regnet aus Kübeln in Ankara, aber sie haben einen Schirm für den Gast aus Finnland. Es ist das Bild für die Nachricht des Tages. Der Schutzschirm der NATO soll über Finnland ausgebreitet werden, jetzt auch mit Zustimmung der Türkei. Ich bin überzeugt davon, dass die NATO durch den Beitritt Finnlands noch stärker wird und eine wichtige Rolle dabei spielen wird, weltweit Sicherheit und Stabilität zu erhalten. Im vergangenen Mai hatten Finnland und Schweden angesichts des russischen Krieges gemeinsam ihre Bewerbung bei der NATO eingereicht. Doch heute gibt der türkische Präsident sein grünes Licht bloß für Finnland.
Ich habe das Gefühl, dass die finnische NATO-Mitgliedschaft nicht vollständig ist ohne Schweden. Wir haben so viele gemeinsame Interessen. Über Schweden, entgegnet Erdogan, müsse man noch nachdenken. Der türkische Präsident wirft dem Land auch heute vor, dass es zu wenig gegen kurdische Terroristen im eigenen Land unternehme. Nach Ansicht der NATO aber hat Schweden alle Zusagen erfüllt, die die Regierung dazu beim letzten NATO-Gipfel in Madrid gemacht hatte. NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt auf Twitter die heutige Entscheidung der Türkei und betont zugleich, dass beide Länder aufgenommen werden sollen. Für einen endgültigen Beitritt muss jetzt das türkische Parlament zustimmen, außerdem noch jenes aus Ungarn. Keine Lehrer, kein Unterricht. Der Lehrermangel hat dramatische Ausmaße angenommen. Das Problem, es gibt immer weniger, die das Lehramtsstudium abschließen. Die Zahl der Absolventen ging innerhalb von 10 Jahren auf rund 28.900 zurück. Und gleichzeitig werden wieder mehr Kinder geboren. Hinzu kommen dann noch mehr als 200.000 geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Diese Entwicklung, also mehr Kinder und weniger Lehrer, sorgt für massive Probleme an den Schulen, wie uns jetzt Stefanie Gargosch zeigt. Guten Morgen. Guten Morgen. Unterricht an einer Schule in einem sozialen Brennpunkt. Jeden Tag ringen sie hier mit den Problemen jedes einzelnen Kindes. Die Sprache, Armut, Gewalt in der Familie. Dafür erhält die Schule extra Geld und Unterstützung. Doch sie finden kaum noch Lehrkräfte. Die Gefahr besteht, dass wir die Kinder nicht so fördern können, wie sie es brauchen. Das bedeutet dann eben, dass sie nicht den Bildungserfolg haben werden, der wichtig ist, um überhaupt ins Leben starten zu können. Etwa 4.000 solcher Schulen gibt es in Deutschland. Sie will der Bund nun gezielter unterstützen, mit wohl maximal 2 Milliarden Euro. Dem stimmte die Kultusministerkonferenz der Länder heute zu. Außerdem wollen sie Sonderhilfen einführen für besonders belastete Bundesländer wie etwa Bremen und Berlin. Jedes Land soll dafür 5% in einen Fonds einzahlen. Der wird dann dahin verteilt, wo die Bedürftigkeit also am größten ist. Andere Länder bezahlen in diesen Solidaritätsfonds nur ein und bekommen keinen Euro daraus. Dass auch schwierige Schulen erfolgreich sein können, zeigt der Rütli Campus in Neukölln. 2006 machte die Rütli als Brennpunktschule Schlagzeilen. Heute ist sie ein Vorzeigeprojekt. All dies gelang mit einer motivierten Schulleitung, politischem Willen und vielen Lehrkräften. Den Lehrermangel etwa durch Arbeitsverdichtung abzumildern, für sie keine Lösung. Die Lehrer brauchen gerade im sozialen Brennpunkt, die unterrichten ja nicht nur, sondern die sind ja immer auch in der Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dafür brauchen sie schlicht und ergreifend Zeit. Der Schulerfolg hängt an allen Schulen von Lehrkräften ab, aber die fehlen. Geld allein wird das nicht lösen. Das Thema Bildung spielt unter anderem auch eine Rolle im brandneuen ZDF-Politbarometer. Antje Pieper ist bei uns im Studio. Hallo Antje. Hallo. Was ist dabei rausgekommen? Ja, da ist das Ergebnis sehr deutlich. Die Befragten sehen dringend Handlungsbedarf. 91% sagen, dass in Deutschland für Schule und Bildung zu wenig getan wird. Bildung ist in Deutschland ja Ländersache. Nur 22% meinen, dass das so bleiben sollte. 3/4 der Befragten wünschen sich, dass der Bund mehr mitbestimmt. Antje, Stand jetzt ist es ja so, dass in der EU ab 2035 keine Diesel- und Benziner mehr neu zugelassen werden dürfen. Auch dazu bei euch interessante Zahlen. Ja, das sieht eine Mehrheit kritisch. Nur 34% sind für ein Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035. 61% sind dagegen. Mehrheiten gegen das Verbot finden sich bei den Anhängern aller Parteien, nur die der Grünen sind überwiegend dafür. Insgesamt gibt es bei der Stimmung im Land wenig Bewegung. Wenn am Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden nur die Grünen leicht dazugewinnen, kämen auf 19% plus 1 und die AfD leicht verlieren, 14% minus 1. Ansonsten bleibt alles wie bei der letzten Umfrage. Damit würde es für Schwarz-Rot oder knapp Schwarz-Grün reichen, aktuell aber nicht für die regierende Ampel. Dann vielen Dank, Antje, für diesen Vorgeschmack. Und wie immer gibt es das gesamte Politbarometer im Heute-Journal um 22 Uhr für Sie.
Jetzt der Blick nach Bremen. Dort darf die AfD vorerst nicht bei der Bürgerschaftswahl im Mai antreten. So hat es die zuständige Wahlleitung entschieden. Hintergrund ist, dass der tief zerstrittene AfD-Landesverband zwei verschiedene Wahllisten einreichte. Und das ist laut Wahlgesetz verboten. Beide Parteilager wollen Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen. Die Deutschen essen, produzieren und exportieren immer weniger Fleisch. Das meldet heute das Statistische Bundesamt. Während der Pro-Kopf-Konsum 2011 noch bei 62,8 Kilogramm lag, waren es 10 Jahre später 55 Kilo. Neben Ernährungstrends machen sich aber auch die gestiegenen Fleischpreise bemerkbar. Und das im letzten Jahr vor allem beim Geflügel. Quasi im Alleingang, ohne Abstimmung im Parlament, hatte Frankreichs Präsident Macron gestern seine umstrittene Rentenreform durchgesetzt, gegen den Willen sehr vieler Franzosen. Heute nun hat die Opposition zwei Misstrauensanträge eingereicht. Mit ihnen steht nicht nur die Reform auf der Kippe, sondern auch die Regierung. Sollte die Nationalversammlung am Montag mit einer absoluten Mehrheit für die Anträge stimmen, wäre die Rentenreform abgelehnt und die Regierung müsste zurücktreten. Das gilt aber als unwahrscheinlich. Nach Ostafrika. In Mosambik, Madagaskar und Malawi leiden die Menschen besonders unter dem Tropensturm Freddy. Er gehört weltweit zu den Zyklonen, die am längsten gewütet haben. Mindestens 400 Menschen starben in den Fluten. Hunderte werden noch vermisst. Besonders schwer getroffen Malawi. Denn hier zog Freddy gleich zweimal innerhalb von 2 Wochen über das Land. Viele Opfer auch in der Millionenstadt Blantyre. Verena Garrett berichtet. Die Gräber, in denen sie ihre Angehörigen beerdigen wollen, sind voller Wasser. Und es kommt immer mehr. Sie wollen den Familienmitgliedern die letzte Ehre erweisen. Sie trauern gemeinsam im strömenden Regen. Mein Bruder starb mit seinen 5 Söhnen. Ein anderer Mann aus unserer Familie, seine Frau und seine 2 Kinder sind auch tot. Wir haben 14 Familienmitglieder verloren. Ganze Dörfer hat der Sturm zerstört. Der Schlamm hat nahezu alles unter sich begraben. Die Zahl der Toten steigt täglich. Mit Hacken und Schaufeln graben sie verzweifelt nach Überlebenden und Leichen. Viele Leute sind im Schlamm begraben. Wir konnten sehen, als sie an uns vorbeigetrieben sind im Wasser, aber wir konnten nichts tun. Der malawische Präsident nahm an einem Begräbnis für 21 Opfer teil. Er hat den Süden des Landes zum Katastrophengebiet erklärt, bittet um internationale Unterstützung für sein Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Man muss einfach weinen, weil Angehörige, ganze Familien ausgelöscht wurden. Und so viele sind betroffen. Es ist traurig, dass wir die Auswirkungen des Klimawandels so abbekommen. Einige Regionen Malawis sind komplett abgeschnitten. Hunderte Menschen werden immer noch vermisst. Wir machen jetzt einen Schnitt, sind beim Sport und dem Hammer los für die Bayern in der Fußball-Champions League, Christine. Und die Bayern fühlen sich jetzt schon bereit dafür. Kein geringerer als Manchester City mit Stürmerstar Erling Haaland und Trainer Pep Guardiola ist der Viertelfinalgegner von Bayern München in der Königsklasse. Auch in der Europa League nur noch ein deutscher Verein dabei, nach dem Aus vom SC Freiburg gegen Turin und Union Berlin gegen St. Gilloise. Bayer Leverkusen kam dagegen gegen Ferencváros in Budapest weiter. In dieses Stadion werden die Leverkusener womöglich zum Europa-League-Finale zurückkehren, sofern sie auf ihren Trainer hören. Wir brauchen diese Mentalität, diese Konzentration für die Zukunft und für die nächste Phase. Zielstrebig legten seine Profis in Budapest los. Der pfeilschnelle Diaby mit dem beruhigenden Führungstreffer. Nach Sieg im Hinspiel führte Bayer jetzt mit 3:0. Für die Zugabe sorgte noch Amin Adli. Alonsos Team scheint gut gerüstet für das Viertelfinalduell mit Union Berlin-Bezwinger Saint-Gilloise. Bundestrainer Hansi Flick hat für die ersten beiden Länderspiele des Jahres Ende März gegen Peru und Belgien den Kader benannt. Darunter 5 Neulinge. Die Stürmer Merwin Berisha und Kevin Schade, die Rechtsverteidiger Jascha Wagnermann und Marius Wolf sowie Mittelfeldspieler Felix Metscher. Wir wollen natürlich neue, junge Spieler, aber auch die wieder dabei sind, wie Florian Wirtz oder Emre Can.
Timo Werner, auch der verletzt war bei der WM, Gelegenheit geben, jetzt sich einfach nochmal zu zeigen, was sie uns geben können. Rang 2 für Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig beim Weltcup im schwedischen Falun. Über 10 Kilometer klassisch, ihr vierter Podestplatz dieses Winters. Eine kurze Erholungsphase nach der WM hat ihr gut getan. Auf den 10 Kilometern klassisch, ihrer Lieblingsstrecke und dem anspruchsvollen Kurs in Mittelschweden, liegt Katharina Hennig früh aussichtsreich im Rennen. Allein Kerttu Niskanen ist nicht zu schlagen. Die erfahrene Finnin gewinnt deutlich. Hennig kämpft auf den letzten Kilometern um ihren Spitzenplatz und schafft es, die Norwegerin Kalva auf Distanz zu halten. Platz 2. Die 26 Jahre alte Sächsin beweist erneut, dass sie zur Weltklasse-Langläuferin gereift ist. Lange Saison, noch immer Schnee, nichts mit Frühling dort. Aber bei uns. Danke, schön. Christine. Ja, morgen soll es tatsächlich frühlingshaft mild werden bei uns. Im Süden gibt es viel Sonne, im Nordosten dann mehr Wolken und Schauer. Gewitter auch noch. Gleich mehr dazu mit Christa Orben. Im Heute-Journal um 22 Uhr erwartet Sie später Marietta Slomka. So viel von uns. Schönen Start ins Wochenende und bis morgen, wenn Sie mögen. Ja, guten Abend. Heute gab es meist einen sehr freundlichen Tagesstart, bevor dann eben von Westen die hohen und mittelhohen Wolken dichter wurden. Und es war schon sehr warm. 20,5 Grad im Südwesten, im Schwarzwald in Wolfach. Nur im Nordosten, da blieb es mit 12 bis 14 Grad etwas kühler. Aber diese vorfrühlingshafte Luftmasse bringt morgen dann auch hier noch mal etwas höhere Werte. Und auch heute Nacht ist es teils sehr mild. In Nordrhein-Westfalen sinken die Werte nicht unter 10 Grad. Nur in Niederbayern gibt es leichten Frost. Die nächsten Nächte sind dann aber erstmal frostfrei. Dazu gibt es in der Nacht vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge meist einen klaren Himmel, vereinzelt Nebel. Im Nordosten gibt es aber dann diese Wolken, die vom Saarland bis zur Ostsee auf dieser Zugbahn immer wieder schauerartig verstärkten Regen bringen. Und das bleibt dann auch die Zugbahn für die Schauer morgen. Das sind keine großen Regenmengen, da schaut auch zwischendurch immer mal wieder die Sonne hervor. Wenn sich aber vereinzelt Gewitter bilden, kann es auch mal ordentlich prasseln und der Wind auffrischen, der vor allem im Süden meist sonst nur aus südlichen Richtungen schwach weht. In Bayern und in Baden-Württemberg wird es morgen sonnig und dazu sehr mild. Diese vorfrühlingshaften 15 bis 20 Grad im ganzen Land, nur an der Küste sind das etwas weniger. Doch in den nächsten Tagen bleiben wir in diesem zweistelligen Bereich. Am Sonntag wird es aber wechselhafter, also auch im Süden dann Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Am Montag zum Frühlingsstart am 20. März zieht das Ganze dann aber nach Osten ab. Tschüss.